Hey, ich bin Max von stampunk.org und in diesem Video gibt es einen Testbericht zum Kala IKTR. Wir hatten ja schon zu verschiedenen anderen Kala-Boards, wie zum Beispiel zum Kanaloa, zum Chuck und zum Maui, auch einzelne Testberichte veröffentlicht auf der Webseite. Diesmal ist allerdings ein Videotestbericht zum IKTR. Wie immer schauen wir auch bei diesem sehr, sehr schicken Board auf die Bauweise, die Fahreigenschaften und das Zubehör, das im Lieferumfang enthalten ist. Man beantwortet natürlich am Ende die Frage, ob sich das Board hier lohnt und wenn ja, für wen es am besten geeignet ist. Lass uns doch gleich starten. Das Kala IKTR ist ein AVE 6er Board, das heißt, wir haben eine Länge von 3,50 Meter, kommen auf eine Breite an der breitesten Stelle von 81 cm und eine Dicke von 6 Inch. Das Board wiegt mit nur 9,5 Kilogramm relativ wenig, gerade für die enorme Größe dieses Touringboards. Wir haben auch hier die ganz typische Touringboard-Bauweise mit der schmal zu offenen Nose, die im Board einfach die gewisse Geschwindigkeit im Wasser verleiht, aber dazu dann gleich mehr. Das Design hat unser Stand-Up-Paddling-Board-Tester Benjamin ziemlich gut beschrieben und zwar meinte er, dass wenn Bob Marley noch am Leben wäre, er dieses Board wählen würde. Und ich glaube, liegt da auf jeden Fall richtig. Wir haben natürlich zum einen die wirklich schicke und hochwertige Holzoptik, die durch das ganze Board zieht. Wir haben den Löwenkopf im vorderen Bereich unter dem vorderen Gepäcknetz und hier vorne am Board und hinten am Board noch so die Bob Marley Flagge drauf. Also auf jeden Fall ein relativ eigenes Design, wird wahrscheinlich einige Leute sehr anziehen, andere eher abstoßen, aber das ist eben, ich glaube, die Funktion von einem interessanten Design. Und hier vorne am Board haben wir dann zudem noch die typische Kala Schildkröte, die das ganze Design noch mal etwas abrundet. Ja, das Kala IKTR ist auf jeden Fall ein Board, was gut für größere oder schwere Paddler geeignet ist. Wir haben ja ein Volumen von so circa 320 bis 340 Liter. Wir können da leider keine Herstellerangabe zu bekommen und sind damit bei einem idealen Paddlergewicht von so maximal 120 Kilogramm. Ist auch ein gutes Board für Fahrten mit zwei leichten Erwachsenen an Bord, wobei vielleicht die Vorderperson eher sitzen wird, oder auch für Fahrten mit Hund oder einem Kind auf dem Brett. Die Thermofusion-Bauweise, die hier beim Kala IKTR zum Einsatz kommt, macht das Board sehr leicht, sehr steif und zugleich auch ziemlich haltbar. Die Verarbeitung macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, wobei wir auch hier wieder bei den anderen Kala-Boards kleinere Unsauberkeiten haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier, sehe ich hier direkt vor mir, einen kleinen Faden abstehen. Im hinteren Bereich beim Ventil sind da so ein paar Klebereste noch. Es ist nicht ganz so schön, gerade wenn man den doch relativ hohen Preis des Boards beachtet. Aber ansonsten ist die Verarbeitungsqualität gut. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr robust gebaut. Und ich denke, das sind eher kleinere optische Makel, über die man noch hinwegsehen kann. Kommen wir noch kurz zu den Features, also der Ausstattung des Boards. Wir haben einen relativ starken Nose-Rocker, das heißt, die Boardspitze ist nach oben gebogen. Im vorderen Bereich einen Action-Cam-Mount, wo jede gängige Action-Cam angebaut werden kann. Wir haben hier vorne ein großes Gepäcknetz mit insgesamt 6 D-Ringen, was auf diesem schicken Löwenkopf quasi sitzt. Wir haben natürlich ein sehr, sehr großes Deckpad, was hier vom vorderen Bereich bis zum Heck des Boards zieht. Wir haben in der Mitte einen Drahtgriff, der auch als Paddelhalter genutzt werden kann. Wir haben insgesamt 4 D-Ringe montiert, die zum Anbringen eines Kajaksitzes auf diesem Board genutzt werden können. Wichtig, der Kajaksitz ist nicht im Lieferumfang enthalten. Im hinteren Bereich findet sich ebenfalls nochmal ein extra Gepäcknetz, etwas kleiner als das vordere. Und natürlich noch ein weiterer Drahtgriff, an dem zum Beispiel das Board gezogen werden kann, wenn wir es vorne auflegen. Auch dieser Drahtgriff kann übrigens auch als Paddelhalter umfunktioniert werden, wobei es natürlich etwas schwierig ist, weil der quer liegt und nicht hier in Bordrichtung. Am Ventil befindet sich dann noch der D-Ring zum Anbringen der Leash. Ein weiterer D-Ring, an dem man auch die Leash anbringen könnte, befindet sich unten unterhalb der Spitze des Boards. Wir haben hier bei diesem Board ein 3-Fin-Setup und das Smart-Dock-Fin-System, wo wir ja die 3 komplett abnehmbaren Finnen ranmontieren können. Man kann entweder nur mit der Zentralfinne fahren oder mit 3 Finnen. Wenn man längere Touren fährt, braucht man eigentlich nur die Hauptfinne. Da hat man einen besseren Geradeauslauf. Für mehr Stabilität und ein bisschen mehr Wendigkeit wären entsprechend alle 3 Finnen praktisch. Wie man hier sehen kann, kann man die Finnen innerhalb von wenigen Sekunden alle montieren. Das ist beim Smart-Dock-System wirklich extrem, extrem easy. Auch die Hersteller iWalker, Bluefin und TotoSurf setzen auf das System. Den aktuellen Preis des Kala IKTR findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Fahreigenschaften. Wir finden, dass das Board mit der etwas kürzeren Länge und der recht komfortablen Breite doch ein vielseitig einsetzbares Touringboard ist. Es bietet viel Kippstabilität, ist daher auch für Einsteiger geeignet. Wer jetzt hingegen natürlich die Höchstgeschwindigkeiten erreichen will oder richtig lange Touren fahren will, sollte sich vielleicht eher noch nach einem schmaleren Touringboard umschauen, was einfach nochmal weniger Wasserwiderstand hätte und entsprechend schneller beschleunigen und schneller fahren kann.
Cool ist natürlich, dass man hier das Fin-Setup verändern kann, um entsprechend entweder auf Geradeauslauf oder auf Wendigkeit zu optimieren. Vor allem auch praktisch ist, dass wir bei diesem Board zwei Gepäcknetze haben. Entsprechend haben wir extrem viel Stauraum, was jetzt Ausrüstung angeht. Daher kann das Board auch gut für längere Touren mit viel Ausrüstung genutzt werden oder auch für mehrtägige Touren, weil man hier wirklich ja recht viel mit transportieren kann. Auch kann man das Board einsetzen für Sub-Yoga, denn hier ist relativ viel Platz auf dem Board und der Neoprengriff in der Mitte, der fühlt sich sehr angenehm an, würde also nicht so stark drücken. Oder auch fürs Angeln auf dem Board, das wäre ja auch möglich, oder eben für Fitnessübungen, die entsprechend genauso wie Yoga hiervon profitieren, dass wir einfach ein großes, freies Deckpad haben. Wenn euch bis hierhin das Video gefallen hat, drückt doch gerne mal auf den Like-Button und abonniert den YouTube-Kanal. Ja, kommen wir zum Zubehör und das wird auf jeden Fall beim Kala Ikatere wie bei allen anderen Modellen derzeit von Kala sehr umfangreich und sehr hochwertig aus. Wir haben ein Komplettset mit dem gesamten Zubehör, was man sich so wünschen kann, gerade für Leute, die neu in den Stand-Up-Paddling-Sport einsteigen oder ein bestehendes Board mit eher mangelhaftem Zubehör durch ein sehr hochwertiges Set austauschen wollen, ist das daher eine gute Wahl. Fangen wir an mit dem Rucksack. Das ist ein sehr großer Rucksack, in den locker das gesamte Zubehör als auch ein bisschen weitere Ausrüstung hineinpasst. Wir haben hier ein Vorderfach, ein Hauptfach, sehr gut gepolsterte Schultergurte. Dank dieser lässt sich der Rucksack sehr angenehm tragen. Aber man muss ihn auch nicht tragen, denn schließlich hat man hier im unteren Bereich zwei geländetaugliche Rollen, die entsprechend ja, dazu genutzt werden können, dass man einfach den Rucksack zieht. Genau, man hat auf jeden Fall sonst einen sehr, sehr guten Eindruck, was so die Qualität der Reißverschlüsse als auch des Materials vom Rucksack selbst betrifft. Weiterhin haben wir hier ein Carbon-Paddel, bei dem der Schaft des Paddels aus Carbon ist, das Paddelblatt und der Griff allerdings sind aus verstärktem Nylon. Trotzdem kommen wir auf ein Gewicht von nur 775 Gramm, was es doch zu einem sehr, sehr leichten Paddel macht und einem der leichtesten, die bei solchen Komplettsets enthalten sein können. Es ist dreiteilig und natürlich stufenfrei höhenverstellbar. Wir können ja Längen einstellen zwischen 170 cm und 210 cm. Ansonsten kann man ja auch nicht hier meckern, die Verbindungsstücken sitzen ja wirklich sehr, sehr gut, sitzt alles sehr fest und man kann mit dem Paddel gut vorankommen. Was mir auch gefallen ist, dass man allerdings einen relativ großen Flex hat, das heißt, dass das Paddel doch sehr stark sich verbiegt im Wasser. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall Gewöhnungssache. Man muss einfach schauen, ob das entsprechend einem liegt oder eher nicht. Dann haben wir hier die Doppelpumpe, die kann entsprechend zum Aufpumpen und Abpumpen der Luft genutzt werden. Einfach hier den jeweiligen Anschluss auswählen. Und Doppelmodus kann man aktivieren, wenn man einfach hier das Ventil verschließt und so pumpt man dann beim Hochziehen und beim Runterdrücken Luft in das Board. Wir haben jetzt zum Aufpumpen des Boards nur 4 Minuten gebraucht, was auf jeden Fall für die Qualität der Pumpe spricht. Die macht auch allgemein einen sehr guten Eindruck und sitzt auch sehr, sehr fest am Ventil, was nicht immer der Fall ist bei anderen Boards. Natürlich haben wir noch ein Reparaturset. Auch hier ist sogar schon ein PVC-Kleber enthalten, natürlich zusätzlich noch den Ventilschlüssel und wir haben noch Reparatur. Patches, also so kleine PVC-Patches. Dann wäre dann noch ein Gurt zum Fixieren der Bordhülle, wenn man die aufgerollt hat. Und natürlich die drei Smart-Dock-Finnen, die beiden kleineren Seitenfinnen und die Zentralfinne. Und jetzt wäre dann noch die Leash. Das ist eine 10-Feet-Coil-Leash, die also quasi aufgerollt ist. Ist auf jeden Fall sehr angenehm zu tragen, hat eine sehr gute Polsterung. Ohne ein kleines Extra-Feature, also wenn man das Ganze hier einmal aufmacht, sieht man hier schon, dass wir noch ein extra kleines Fach haben, was zum Beispiel Platz für einen normalen Schlüssel, also einen Hausschlüssel zum Beispiel, bietet. Kann man dann einfach reinstecken und entsprechend sicher mittransportieren, dass man jetzt hier nicht komplett schlüssellos aufs Board muss. Und der wird auch so nicht verloren gehen, weil der wiederum gut durch einen Klettverschluss verschlossen wird, diese extra Tasche. Genau, das war das Zubehör. Das macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich denke, so viel besser kann es eigentlich nicht werden als das Zubehör. Und von daher ist man gut ausgerüstet, wenn man so ein Komplettset hier kauft. Kommen wir zum Fazit. Lohnt sich das Board? Ich denke schon, es ist wirklich ein sehr hochwertiges Board. Es hat ein tolles Material, es ist sehr leicht, trotzdem belastbar und wir haben Top-Zubehör. Als eher breit gebautes Touring-Board ist es eine sehr, sehr gute Wahl für sportliche Einsteiger oder alle Leute, die von einem eher breiteren Allround-Board zu einem sportlichen Board umsteigen wollen. Wer jetzt hingegen gleich natürlich nach den Höchstgeschwindigkeiten sucht, der wäre mit einem schmaleren Touringboard besser beraten. Ich denke, man liebt es oder man mag es eben gar nicht. Also irgendwie wird da wahrscheinlich jeder in einem der beiden Lager liegen. Mich würde sehr interessieren, was denn ihr dazu meint. Ist das Design hier cool, uncool? Würdet ihr euch sowas kaufen oder auf keinen Fall auf solch ein Board steigen? Lasst es mich gerne wissen. Ja, das Board ist, wie schon erwähnt, auf jeden Fall kein Schnäppchen. Trotzdem haben wir natürlich hier ein hochwertiges Komplettset mit dem besten Zubehör, was man so in solchen Sets erwarten kann. Von daher ist auf jeden Fall schon ein höherer Preis verkraftbar und zudem durch ein sehr einzigartiges Design.
Trotzdem ist natürlich der Preis wirklich ziemlich hoch. Wer jetzt aber gleich richtig in Stand-Up-Paddling-Sport einsteigen will, das Ganze als Sport sieht, gutes Zubehör haben will und mit dem Design was anfangen kann, der ist natürlich mit solch an Bord sehr, sehr gut beraten. Wer es etwas dezenter mag, kann sich auch gerne mal unsere anderen Carla-Testberichte anschauen. Da haben wir eine ähnliche Ausgangslage, was das Zubehör, also genau die gleiche Ausgangslage. Wer es etwas dezenter mag, der kann auch gerne mal zu den anderen Carla-Testberichten schauen. Denn die Boards sind etwas dezenter vom Design her, haben aber das gleiche, sehr gute Zubehör. Nochmal die Namen wären der Carla Kanaloa, Carla Maui und Carla Chuck, die wir alle als schriftliche Testberichte auf der Webseite gelistet haben. Auch natürlich entsprechend mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten nochmal der Hinweis, könnt euch auch in der Videobeschreibung den aktuellen Preis vom Carla Ikatera anschauen und auch den schriftlichen Testbericht, wo ich mal im Detail auf ein paar Aspekte eingehe, dort genau finden. Genau, das war's jetzt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.